Neues Ziel. Fliehe aus der Nervenheilanstalt. Hä? Ich bin doch gerade erst rein. Dann fliehen wir halt ins... Junge, ist das denn? Dann fliehen wir halt ins... Und wieder auch nicht. Wir wurden einfach alle ab... Junge, die Gedärme, Digga. What the fuck? Der wurde ja mal richtig auseinandergenommen, der Boy. Muss man hier auch wieder Batterien finden? Hab ich gar keinen Bock. Hat man hier unendlich Batterien? Ja, ne? Man hat hier kein Inventar, glaube ich, ne? Oder? Hat man Inventar? Notizen, Dokumente? Man hat kein Inventar. Okay, das ist ja gar nicht ganz nice. Dann kann man ja so viele Batterien reinknallen, wie geht. So, jetzt kann ich hier schon rausgehen. Guck mal. Ach, doch nicht. Schade. Tauscht die nur aus, wenn die leer sind. Ne, ich habe ja unendlich anscheinend. Hier hat man da kein Inventar oder so. Ich habe hier kein Inventar. Notizen, Dokumente. Ich kann hier auch keine Batterien finden. Das ist nicht wie in Outlast 2 anscheinend. Oben rechts. 0 von 10. Scheiße, doch. Müll. Lost. Perfekt. Mann. Vollziehungsbefehl. Fallnummer. Betreffend den Zugriff auf Psychiatrie. Anschauliche Erklärungen wurden vor dem Direktorenausschuss seitens der Murkoff Headline Security geliefert, der Grund zur folgenden Annahme hat. Katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch anschauliche Erklärungen und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung. Eine Bedrohung. Dieser Bericht, ach, kein Ding. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und Seiten repräsentativer Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch. Das ist aber Müll. Ich bin drin. Nice. Du musst nicht alles lesen, kannst das Spiel auch einfach so spielen. Ist nur Story. Ja, ich will aber Story schon haben, Bruder. Story checkst du eh nicht. Ja, doch. Verbrennung. Köpfe aufgeweicht, die Flasche in einer Bar, tote hängen in der Decke auf, im Namensschilder steht. Er hat lang angeblich Profil geschlagen, tote Welche, wilde Milliarde, wollte. Ja. Mit dem Haus. Na, wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzähl mir, soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirb. Let's go. Der wurde richtig durchgelassen, der Typ hier. Die Story von Outlast 2, Bruder, die habe ich nicht gespielt. Story von Outlast 2 habe ich nicht gespielt, ey. Die habe ich einfach nur durchgerusht, Bruder. Da war ich froh, dass ich das Game einfach durch hatte. Irgendwann. Muss ich hier überhaupt her? Ja, ne, hier ist der richtige Weg. Oder konnten wir noch außen? So wird das hier auch enden. Nein. Da vorne geht's weiter. Schwöre ich euch. Wir nehmen den Aufzug. Können wir nicht. Müll. Da hinten sitzt einfach einer. Lol, da sitzt einfach einer. Oha. Da hinten geht's weiter, glaube ich. Oder wir gehen runter. Ich glaube, hier ist der richtige Weg, weil hier wurde einer den Keller runtergezogen. Ist, glaube ich, wichtiger. Wir gehen mal hier runter. Safe, du liest alles durch und weißt am Ende gar nichts mehr. Ja, doch. Sind wir schon mal im Elektroraum. Können wir auch nicht aufmachen. Perfekt. Okay, mach am Ende einfach befragen. Kein Problem. Mach am Ende so eine Art Referat. Halte ich Referat am Ende. Oh, Junge! Was ist mit ihm denn falsch? Er boxt einfach die Wand. Ich glaube, er ist der Böse. Er wird nicht gemocht hier. Hier ist doch was drin, Alter. Oha. Witness. Tot. Zeigt der Mittelfinger? Junge, was geht denn hier vor sich, ey? Wir wurden ja alle weggesprengt, Digga. Guck dir das mal an. Wie die hier hängen. Wie die Maden. Hauptschultoilette. Ganz klassische Hauptschultoilette. Auf jeden. Mach mal Roomtour. Ja, okay. Ich gehe jetzt in jeden Raum einmal rein hier. Mal gucken. So, hier sind wir auf dem Flur. Da hinten ist Exit. Hier ist die Security. Hier kann man auf jeden Fall rein. Die Tür ist mit einer Schlüsselkarte versperrt. Ah, so ein Müll. Also hier kommen wir schon mal nicht rein. Das ist versperrt. Raum so und so ist tot. So, Alter. Hier geht nix. Exit. Wäre auch zu einfach, wenn wir da jetzt einfach rauskommen würden. Was geht denn hier ab? Hier ist ein Kamin. Hier ist anscheinend das Büro des Direktors oder sowas. Da liegt auch noch einer auf dem Boden. Der sieht ganz lecker aus, der Dude. So, da ich am Ende abgefragt werde, muss ich mir das jetzt auch mal eben durchlesen hier. Helen Grant betrifft Projekt Knight Rider. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund der vorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Murkoff Corporate erforderlich. Ja, die 4 Todesfälle erhalten ausreichend einige Daten, um die Übergriffe im Fall der korrekten Handhabung. Das wollen wir jetzt mal zu unterbinden. Jo, alles klar. Ich glaube, den hat es ein bisschen zerfetzt. So, hier ist die nächste Tür. Rein. Oha, einfach gedribbelt. Jetzt brauchen wir, glaube ich, die Kamera. Doch nicht. Hier will ich rein. Kann ich nicht rein. Scheiße. So, also hier geht auch schon mal nichts. Hier waren wir gerade drin, oder? Hier kommen wir auch nicht rein. Ah, die Tür hinten ist aufgegangen. Irgendwer labert hier. Exit. Okay, also hinten geht's nicht weiter. In Keller geht's auch nicht. Das heißt, wir müssen in den Raum, wo wir hinten vorhin waren. Da geht's, glaube ich, weiter. Da geht's, glaube ich, weiter. Direkt noch ein Clip. Let's go. Bitte lad das als YouTube-Video. Das ist jetzt schon so nice, viele Szenen. Okay, ich lade das Uncut einfach hoch. Einfach Uncut. Kurz mal Henry gequotet, wie er Domi gequotet hat. Ja, perfekt. So, was geht hier? Haben die WLAN hier? Bisschen LOL zocken? Kann man hier LOL... Die haben keine Maus für LOL zocken. Was ist Schmutz, Digga. So, wir gehen mal hier... Wie spät haben wir es überhaupt? 20 nach 9. Ist ja noch recht früh. Lass mal Kamera anmachen. Das geht hier ab. Da liegt auf jeden Fall was. Das müssen wir nehmen. Notiz. Schönes Ding. Wo finde ich hier auch Batterien? Ich glaube, ich muss das Game gleich neu starten. Sonst komme ich hier, glaube ich, überhaupt nicht weiter. Halte L oder RC, um die Seite zu lehnen. Oha, kann sogar tanzen, Digga. Okay, perfekt. Aha, aha, okay. Okay, aha, da liegt auf jeden Fall einer. Sehr schön. Und da ist auch einer. Wir müssen da sowieso her. Wir müssen da so oder so her. Das ist der größte Joke schon wieder. Dass das Spiel einfach so konzipiert ist, dass man wieder an so einem Typen vorbeilaufen muss. Komplett dämlich, aber wir müssen da her. Es bringt ja nichts. Der will uns jetzt so anschreien, der Dude.
Hallo. Oha. Dich hat's aber ein bisschen zerfetzt, Bro. Kann der was, Alter? Hallo? Helfen Sie mir. Wo geht's hier raus? Wo geht's hier raus, Bruder? Er kann nichts mehr, er ist tot, glaube ich. Alter, hier sitzen die Hillybillies. Was mach ich denn jetzt? Ich muss da ja her. Soll ich einfach mal reingehen? Soll ich mal Hallo sagen? Ja, hä, wie random ist das denn? Ich muss ja jetzt da durch irgendwie. Hä? Wie soll ich denn da durchkommen? Kannst du mir helfen? Ich setz mich einfach in deinen Rollstuhl. Ich schieb dich einfach. Warte, komm. Geht nicht. Dann tue ich so als Krankenpfleger. Geht nicht. Es geht nicht, ist doch dumm. Ich geh jetzt einfach da rein. Moin, Meister. Das juckt dir einfach gar nicht. Beste TV-Programm, Alter. Das ist es. WM 1998. Junge, was ist mit Ebenen? Kann ich auch gucken, wenn ich 3 Promille im Kessel hab, ey. Moin. Wir machen hier YouTube-Aufnahmen. Kamera ausmachen. So. Wie duckt man sich nochmal? B war das, toll. Genau. So geht's. Toll, die machen einfach gar nichts. Das ist ja komplett langweilig. Kommt man aber auch nirgendwo weiter, ne? Tag. Ibims. Roomtour. Hier war anscheinend auch nochmal so ein Konferenzraum. Ich sag's, wie es ist. Fühle ich gar nicht. Oh, eine Keycard. Nice, Alter. Schlüsselkarte für ein Sicherheitsterminal. Jawollo. Easy. Die wirst du wohl nicht mehr brauchen, Bruder. Gesammelte Objekte werden in deinem Notizblock aktualisiert. Notizen. Eine Reihe gerochen. Was sind denn gerochene Männer? Gerochene Männer? Was ist das denn? Statt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist, aber sie sind nur noch eine Hülle. Oh, okay. Also wie ich manchmal. Krankenbericht von Chris Walker. Stabilisiert sich gegen etwa 20 Uhr. Diagnostik. Spirometrie. Ah, die Spirometrie. Ja, wer kennt sie nicht? Mit einer bronchialen Akkumulation. Auf jeden Fall. Das kenne ich. Ist nicht so witzig. Das ist hier so verschwommen in der Mitte. So, Keykarte haben wir auf jeden Fall. Mach mal Only Füße Stream und film mit der Ingame-Kamera deren Füße. Oh, yes, baby. Das wär's. Die haben bestimmt schöne Füße. Gucken wir mal. Oh, guck mal. Oh, Memo. Oh, guck mal hier. Erstmal ablecken. Fußfetisch. Oh, guck mal hier. Oh. So, ich bin raus, Jungs. Ich hab jetzt meine Keycard. Alles andere juckt mich nicht. Es ist ja noch so am Zack. Bleib sie. Ah, ey, du Bastard, Digga! Junge! Oh, ey. Schwinde, ey. Ist mir in Ruhe. Gar keine Zeit für so eine Scheiße hier. Da liegen, ey. Ehrlich. Boah, ey. Ich wusste, dass der irgendwas macht. Boah, direkt Puls von 350, ey. So, wir gehen erstmal ab in den Sicherheitsbereich jetzt. Der war hier hinten, glaube ich. Du kannst nach hinten schauen, indem du im Laufen... Das sagen die mir jetzt. Es geht einfach nicht. Im Laufen, das geht einfach überhaupt nicht. Das geht nicht. Übelst der Scam. Ja, geht nicht. Super. Klappt wunderbar. Machen wir einfach einen 360 nach hinten. Ach, scheiß drauf, Digga. Hier, wir wollen da rein. Bam, wir sind drin, Jungs. Lass mal Tür schließen hier. Zack, kommt erstmal keiner rein. Tastatur. Haupteingang öffnen. Geht wahrscheinlich sowieso nicht. Einfach der Hacker. Oh, da kommt was. Ganz toll.